der Kronkorken. Er ist praktisch und inzwischen ein selbstverständliches Gebrauchsgut. 1892 wurde das Patent in Maryland angemeldet. 125 Jahre später optimieren die zwei Hannoveraner Startup-Gründer Jan Hoppe und Stefan Birk mit ihrem speziellen Kronkorken GapCap nun das herkömmliche Produkt. GapCap ist ein rohstoffreduzierter Kronkorken, entspricht genau der DIN wie der herkömmliche Kronkorken auch. Bei uns ist der Unterschied, dass unser Kronkorken am Kronkorkental, das ist der Rand, kleine Aussparungen aufweist und wir so die Möglichkeit haben, Rohstoff einzusparen. Durch diese Aussparungen werden pro Kronkorken 70 Milligramm Material eingespart. Hochgerechnet auf die deutschlandweite Produktion entspräche das einem Gewicht von 21 Pkw pro Jahr. Das ist gut für die Umwelt und für den Geldbeutel der Brauereien. Der Markt hat mehrere Teilnehmer. Das sind zum einen die Hersteller von Kronkorken, das sind aber auch die Brauereien und dann gibt es einen großen Unbekannten, das ist der Grüne Punkt. Und der Grüne Punkt hat sich vorgenommen, dafür zu sorgen, dass weniger Rohstoffe in den Verkehr gebracht werden. Um das irgendwie zu untermauern, sagt der Grüne Punkt, ich kriege Geld von euch und zwar in Abhängigkeit von dem Material, was ihr in den Verkehr bringt. Es wird hart nach Gewicht abgerechnet. Und wenn wir der Brauerei unseren GapCap in die Hand geben, werden sie auch weniger Gewicht in den Verkehr bringen und dadurch tatsächlich real eine Ersparnis in Geld haben. Eine kleine Idee, die viel verändern kann. Was sich auch verändert hat, ist der Alltag der beiden Gründer. Es sind vor allem die kleinen Erfolge, die sie weiter an ihre Idee glauben lassen. Es ist sehr viel Arbeit. Also die ganze Strategie, die dahinter steht, der Businessplan, hat sehr viel Zeit gekostet. Da ist praktisch neben der normalen Arbeit die gesamte Freizeit bei draufgegangen. Und die Erlebnisse, die uns einfach unsere Leistung als Erfolg bestätigen, wie der Gewinn des Gründerpreises, der Gewinn des Preises Plug and Work, tatsächlich persönliche Gespräche mit einem Kronkorkenhersteller, mit Brauereien. Da haben wir auch festgestellt, der Markt macht einfach Spaß. An Motivation soll es bei den Hannoveranern nicht mangeln. Mit einem insgesamt siebenköpfigen Team aus Freunden und Bekannten arbeiten sie täglich an ihrer Vision. Meine Zukunft mit GapCap stelle ich mir sehr positiv vor. Das heißt, wir stecken jetzt noch in den Kinderschuhen. Wir haben noch viele Tests, die wir machen. Wir haben Maschinen, die wir kaufen, die wir umbauen werden. Das heißt, wir werden uns sukzessive weiterentwickeln und unser Unternehmen aufbauen. Stand 2019, so ist unser Ziel, werden wir dann auch letztendlich den Markt komplett durchdringen. In dieser Halle sollen ab kommender Woche nach Ankunft neuer Maschinen die kleinen Verschlüsse in Masse produziert werden. Ob wir nun also bald alle Getränke mit GapCap-Verschlüssen kaufen werden, wird die Zukunft zeigen. Jan Hoppe und Stefan Birk sind zuversichtlich.